Der Stil von Letizia von Spanien ist meist modern oder auch mal sexy. Zurückhaltend retro ist normalerweise nicht so ihr Ding, doch das ändert die Frau von König Felipe bei diesem Auftritt. Gemeinsam mit ihrem Mann nimmt sie an der Verleihung der nationalen Kulturpreise im Museo Nacional del Arte in Madrid teil. Zu silbernen Pumps und Klatsch von Margit trägt sie ein weißes, für sie außergewöhnliches Kleid. Das Dress ist am oberen und unteren Ende mit Bordüren aus Spitze verziert. Im Blitzlichtgewitter funkelt der Perlenbesatz daran. Es entspricht eher nicht der aktuellen Mode, vielmehr erinnert es an den Stil der 80er Jahre. Im Netz wird daher vermutet, dass es sich um ein altes Kleid ihrer Schwiegermutter Sophia handelt. Die Altkönigin trug in dem ikonischen Jahrzehnt viel Mode, die genau an Letizias Kleid erinnert. Dennoch wirkt das Dress an Letizia auf keine Weise altbacken. Es wäre nicht das erste Mal, dass im spanischen Königshaus Kleidungsstücke den Besitzer wechseln. Mit ihren Töchtern Leonor und Sophia tauscht Letizia regelmäßig ihre It-Pieces. Warum also nicht mal in den Kleiderschrank der Schwiegermama schauen, wenn dort solche Schätze drin hängen könnten?